Guten Morgen. Genau, das geht so. Hi. Wir schminken heute mit der Aurora Lights. Habe ich mir so überlegt. Wieso entschieden? Emotionale Entscheidung. Entschuldigung, das ist ein Insider. Und ich habe mir, doch, dachte gerade, ich müsste wegen Lidschattenprimer aufstehen, muss ich nicht. Und meine Wimpern hier, ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe. Ich muss da echt komisch drauf schlafen. Ey, die macht da, naja. Wir tuschen sie trotzdem. Wir haben sie trotzdem lieb. So. Ja, ja, ja. Ja, zu erzählen habe ich gar nicht so viel, ne? Man geht ja nicht raus. Und ja, WoW spielen macht Spaß. Ein sehr glücklicher kleiner WoW-Spieler. Habt ihr viel am Black Friday geshoppt? Ich glaube, also ich habe sowieso nichts gekauft. Weil, also, was soll denn das mit, also, das ist so ein Tag und wenn man nicht total gut organisiert ist, finde ich, hat man da eh kein Geld mehr. Also ich nicht. Ich bin immer noch wie so ein Teenager, wenn das Taschengeld alle ist, dann ist das Taschengeld alle. Ich habe übrigens an mir rumge... Der hier geht jetzt mittlerweile. Also der verschwindet jetzt langsam. Habe ich Glück gehabt. So, dann würde ich mal sagen, machen wir als allererstes Swatchy Swatchy. Und pflücken uns hier mal ein Haar vom Pullover. So. Hoch. Genau, da sind 18 Farben drin und insgesamt 35 Gramm. Das heißt, man hat einen Arsch voll Lidschatten. Und wir swatchen von links nach rechts und von oben nach unten. Und so sieht dieses köstliche kleine Scheißerchen aus. Großartige Farben. Wir fangen an mit Kaleidoscope, dann kommt Prismatic, Gleaming und Sparkling. Oh, das sind Topper-Töne, bis auf nur Gleaming würde ich jetzt nicht so als Topper sehen, aber das Sparkling ist ja schon mal... Das ist ja schon mal mein Freund, ne? Richtig hübsch. Also ich bin jetzt, also wenn ich solche Töne sehe, ne, dann bin ich ja schon wieder versucht, einfach nur meinen Creme-Lidschatten drauf zu machen. Entweder den von Revlon oder den von L'Oreal oder Stormy Pink oder so und das dann da einfach drüber ballern. Das tue ich tatsächlich sehr gerne und mega. Mega, mega, mega. So. Einmal abputzen. Jetzt fehlen ja noch die letzten zwei aus der Reihe. Und zwar Polar. Schöner Film auf Netflix übrigens. Werbung, Werbung. Und Ombre. Jetzt sind wir hier auch schon bei der kühlen Fraktion. Ja, also Ombre ist, hat einen Blauschimmer, also das ist definitiv auch ein Topper, so ein irisierender, aber der hat halt nicht so viel Körper, ne? Also ich glaube, die mit Körper, die kommen jetzt. Die kommen jetzt. So. Hand noch mal ein bisschen trocken machen. Ich finde das so schön, dass Maxim jetzt auch immer sagt, dass er seine Hände an der Hose abwischt. Wir tun es alle! So. Shining. Oh. Mm. Luminous. Mm. Flashing. Jawohl. Und Phenomenon. Phenomenon macht mich auch richtig an. Was ist der hier? Mal gucken. Ja. Ja.
Ja. Da geht's los. Ist der schön. Herr Unfug kommt durchs Bild gleich. Ich nehme die Arme hoch. Hände hoch. Hände hoch, sie werden angeflauscht. Nochmal die Katze beflauschen und dann kommt 24K, also Gold, und Glowing, und das ist so ein, das sieht aus wie der Sonntagsanzug von Mothman. Danke Gehirn, wo kommt das denn jetzt her? Schön. Sehr schön. Ja. Ich finde, das sieht auch so ein bisschen nach Herbst aus, also so ganz grundsätzlich. Ich meine, nicht, dass man solche Farben nicht auch im Sommer tragen könnte. Oder im Frühjahr oder im Weltall oder wie auch immer. Aber das war jetzt so meine spontane Assoziation. Also die sieht so mega bunt aus, weil da so pink und lila und so drin ist, aber du kriegst damit auf jeden Fall auch ein paar Neutralis sind da auf jeden Fall mit bei, ne? So, und jetzt bin ich ganz doll gespannt auf den Unterschied zwischen den beiden hier. Der muss ja beim Swatchen rauskommen. Magical und Fluorescent. Oh, die sind sich aber... Na, werden wir ja gleich sehen. Vibrant. Und Borealis. Okay, der hier hat, glaube ich... Na, werden wir das sehen. Aber Aurora Borealis entsteht doch nur in der Küche. Du bist eine Küche. Und du weißt, worauf ich mich beziehe, oder? Nee. Komm schon, du eingefleischter Simpson-Fan. In ihrer Küche? Ja, natürlich in meiner Küche. Die Küche steht in Flammen. Nein. Das ist Aurora Borealis. Also die beiden hier finde ich tatsächlich relativ ähnlich. Er hier ist wärmer, obwohl der andere im Fännchen wärmer aussieht. Aber ja, der hier hat einen kühleren Schimmer. Also Magical hat einen etwas kühleren Schimmer als Fluorescent. Aber so vom Typ her, ne? Ja. Magnetic. Dunkles Blau. Oh, sehr schön. Und Australis. Sehr schön. So. Und ich habe mir als Helferlein die Meat Matte Nude rausgelegt. Mal gucken. Also, wenn du so eine Palette voll mit Rockstars hast, ne? Also jeder einzelne von denen, bis auf die Topper, sage ich jetzt mal, aber das ist, also die obere Reihe ist so dafür, pack mich zu einer Matten dazu als Akzent. Dann kommen diese zwei Reihen Hauptdarsteller und ja, gucken wir einfach mal, was da so draus wird. Ja, schmeiß weg, macht nichts. Ich nehme ein Luxe Crease und gehe in, ich mache mir das einfach, glaube ich, also mit der Palette macht man sich das eh einfach, ne? Mit dem Matte, aber ich gehe mal in Matte Lombardi rein. Das ist ein helles Gelb. Damit fange ich jetzt mal an. Ich weiß nicht, ob es bei dem bleibt, aber... Ja, wir haben heute noch so ein paar Sachen auf dem Zettel. Katzenfutter kaufen, das Allerwichtigste natürlich. Dann müssen wir noch bei meiner Freundin vorbeigucken, weil da der Geschirrspüler spinnt. Ja, solche Sachen. Einkaufen müssen wir. So ein Besorgungstag. Das Gute ist, dass man bei meiner Freundin auf der Ecke direkt einkaufen gehen kann. Das ist auch ein Futterhaus. Das heißt, da kriegen wir auch die Sachen für den kleinen Verbrecher da hinten. Und
So, ich bin jetzt in Mad Sing noch mal ein bisschen reingegangen und mache das hier auch so ein bisschen dunkler. Ja, und dabei belasse ich das jetzt auch erstmal. Ich brauche ja immer nur so ein bisschen Rahmen, an dem ich mich orientieren kann. Und now for the fun part. You know, my English is so very good. Very good. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich würde mein liebsten Phänomenon über das ganze Auge hauen. Oder Luminous. Oder. Ich nehme als erstes mal Sparkling. Das ist eher ein Topper Shade, aber wir gucken uns den jetzt mal mit Pinsel auf Auge an. Ja, krümelig ein bisschen, aber hält sich brav am Lidschattenprimer fest. Das ist das, was ich wissen wollte. Ja, das macht er gut. Hier habe ich jetzt ein Krümelchen, aber... Die sind für Gebackene sehr weich. Also da kann man mit dem Pinsel schon ordentlich Randale im Pfännchen machen. Und der Ton ist total interessant, weil der gelblich ist, aber blaue oder bläuliche Reflexe hat. Das ist schon nice. Also sowas, solche ungewöhnlichen Kombis mag ich halt einfach total gerne. Es gab ganz früher auf YouTube einen Kanal, das waren zwei Schwestern, Be Mine Are You. Und warum die irgendwann mit YouTube-Videos aufgehört haben, weiß ich nicht, weil die eigentlich ganz gut dabei waren. Aber ich weiß nicht, das letzte Video war irgendwie so ein ganz komisches... Ich erzähle über die verschiedenen Stufen der Verarbeitung. Das hat auch nur die eine hochgeladen. Und danach kam gar nichts mehr. Es war so ein bisschen wie, wir steigen jetzt in der Sekte ein und weg sind wir. Ich weiß es nicht, um Gottes Willen. Ne? Also das sind jetzt hier so meinen Gedanken einfach freien Lauf gelassen. Aber das war schon schräg. Also ich hoffe, es geht den beiden gut. Der ist so schön. Der ist so ganz besonders irgendwie. Der könnte allerdings ein bisschen vom ungesprühten Pinsel vielleicht... Könnte der davon profitieren, aber ich gehe jetzt mal in Luminous. Das ist so ein ganz... Das ist dieser warme... Das, guck ihn dir an! Heidewitzka. Okay. Keine Gefangenen. Ich habe da einmal reingedipst. Also wirklich nur so... Duck. Ja. Naja gut, ich habe so 1, 2, 3 Mal gemacht. Aber vorsichtig. So, Moment. Hier brauchst du noch ein bisschen was. Ein bisschen Feintuning muss ich dann doch noch machen. Das sieht jetzt noch völlig unmöglich aus, aber... Ich behaupte jetzt einfach mal, zum Schluss wird es gut aussehen, das weiß kein Mensch, aber zum Schluss wird das gut aussehen. Ja, nein, nein, ich kann das. Ich kann das. Wirklich. Bin da super drin. Totales Talent. Ja, das, da arbeiten wir dann nochmal dran. Aber die Farbe ist schön, ne? Und ich meine, darum geht's ja. Von vorne sieht das auch okay aus. Und ganz hinten gehe ich jetzt in diesen kühleren, in Phänomenon. Ich glaube, dass der dunkler ist. Bisschen aus, als würde ich die zu Eva
wie hieß sie denn? Jewel Stones Metallic irgendwas Palette Probe fahren. Das ist jetzt alles so Edelmetalltöne sind irgendwie. Heavy Metal! Nee, eben nicht Heavy, sondern Edel. Edelmetal. Ich hab ein bisschen sehr gut geschlafen, ne? Also ganz dicht bin ich ganz. Dann auch nicht. Oh, lässt sich aber schön einmal rüberblenden. Nice. Oh, das geht aber gut. Schön. Es ist ein bisschen komisch, wenn man sich darüber freut, dass BH Cosmetics Lidschatten funktionieren. Das können sie ja nun eigentlich immer. Die Jungs und Mädels von BH. Ja, also das wird so ein... Ich laufe durch die Gegend Make-up, aber das Gute an so einem Make-up ist ja, dass es völlig egal ist, wie es aussieht. Ich kann ja einfach wild rumprobieren und niemanden das zu interessieren. Es hat sowieso nie irgendwie... Also, wenn ich sage, heute ist es egal, wie ich aussehe, es ist immer egal. Und ansonsten kann sich ja gerne jemand mit mir darüber unterhalten, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Hoffentlich tut das keiner. So. Das ist so ein bisschen Edelmetall-Deutschland-Flagge, ne? Ich glaube, in der Mitte ist er mir zu rot. Ich kann aber ja über die Mitte... Jetzt wird's wild. Kann ich ja nochmal ein bisschen rübergehen. Ich nehme mal Ombre. Der hat einen Blaustich. Und jetzt wird das, glaube ich, richtig bescheuert. Aber... Nein, das wird total gut. Oh. Ich bin so professionell. Dass es wirklich wehtut, dass mir keiner Geld gibt. Man sieht den roten noch, ne? So ist das nicht. Aber ich habe ihn ein paar Grad abgekühlt. Das ist spannend, dass die sich layern lassen, dass die sich schichten lassen. Das ist ein bisschen aufregend. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich kann die obere Reihe wirklich nur über Cremelidschatten so zur Listen benutzen. Aber jetzt ist es harmonischer, finde ich. Jetzt prügelt sich das nicht ganz so. Ich gehe auch mit Ombre noch mal so ein bisschen hier rein. Kühler. Und zack hat sie eine Einhorn- und Feenparty am nächsten Morgen auf dem Lid. Aber... Scheiße, finde ich das jetzt nicht. Nee. Sehr schön. So, unterer Wimpernkranz. Da mache ich was Mattes. Da bin ich jetzt mal ein bisschen verträglich. Wo ist mein... Tschüss, Rums. Die Pinsel von Zu Eva lassen sich sehr schön in diesen kleinen Pinselburschen, in diesem... Na, in diesem Topfreiniger, denkst du, sauber machen. Unten gehe ich jetzt mal mit... Ich fange an mit Matt Singh. Das war der etwas dunklere von den beiden, die ich mir in die Lidfalte gehauen habe. Das probieren wir jetzt erstmal aus, ob das reicht. Weil oben ja echt die Hölle los ist. Mit übergefroren. Falls irgendjemand schon immer mal wissen wollte, wie das aussieht, so sieht das aus. Manchmal frage ich mich, ob ihr euch auch so amüsiert. Und dann denke ich mir, naja, Kopfschmerzen werdet ihr jetzt nicht durchgängig haben, sonst würdet ihr das ja nicht machen. Das ist eine abgefahrene Mischung. So ein bisschen überrascht und stolz und noch nicht ganz sicher, aber nicht das Schlechteste. So, jetzt gehe ich aber nochmal in den hier. Gehe hier außen nochmal ein bisschen hin, das ist mir zu hell. Sonst komme ich nicht mehr zurecht.
Ja. Doch, doch, doch. Gut so. Und jetzt, weil ich es kann, mache ich mir noch einen Lidstrich mit dem Lethal Cosmetics Reverb Liner. Und das mache ich mit dem Zoeva Wing Liner. Dem hier. Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Ausgaben von. Jetzt habe ich mich schon viel erwischt. Moment. Ja, wie ich mir das gedacht habe, den sieht man super auf diesen Schimmertönen, weil der komplett matt ist. Und deswegen siehst du den da so gut. Es sieht so ein bisschen, also ich finde auch, dass das nicht wie ein komplett konstruierter Look aussieht, sondern so ein bisschen nach Ausprobieren. Aber das ist es ja auch. Insofern ist das schon okay. Also, sehr schön. Ich habe auf Netflix eine Serie angefangen. Eigentlich nur so für zwischendurch so. Und zwar Luther. Britische Serie, geht um einen Kommissar. Also, das ist der Hauptcharakter. Riesenkerl. Die Geschichten sind, was ich mag, ein bisschen absurd. Also das ist jetzt nicht, und es ist sehr brutal, also das ist nicht die Einheit für Taschendiebe, sagen wir es mal so. Aber ganz cool. Und ich mag die Geschichten, weil die halt auch gerne mal so ein bisschen so endgültig absurd sind. Also die Täter sind echt abgefahren, das mag ich ja. Und ja, kann man sich, finde ich, wenn man... Und die Rollen sind halt nicht so mega klassisch. Die sind nicht so schwarz-weiß, die Rollen. Und das finde ich halt. Das denkt man in der ersten Staffel, denkt man, okay, schwarz-weiße Rollen ist aber nicht so. Also das ist nicht 100 also, ne? Da ist keiner dem anderen komplett moralisch überlegen oder irgendwie sowas, ne? Es ist echt bunt gemischt. Man kann sich dann überlegen, auf wessen Seite man gerade ist. Und man ist nicht immer auf der Seite des Hauptdarstellers. Also das ist schon so ein Ding. Okay, er hier ist nicht so ganz bilderbuchmäßig geworden, aber um ehrlich zu sein, stört mich das gerade gar nicht so. Das kann jetzt erstmal so bleiben. Diese Wimper sackt immer ab. Ich möchte immer sagen, du kannst für dich selber einstehen, ist alles gut. Nee, will sie nicht, sie will den hier machen. Naja. So, Foundation. Ich habe hier ja die Dior Backstage, die hatte mir Fräulein Rotfuchs ja abgefüllt. Und ich möchte jetzt, wir spielen jetzt einen Applaus ein. Ich habe einen Spatel und wir sprühen den Pinsel vorher mal ein bisschen ein. Und zwar nehme ich dafür das Malaika Reisspray von Catrite. Ich weiß nicht, also so komplett trockene Pinsel, das wird nicht funktionieren, aber der hier eingesprüht, das ist ja der aus der einen Rival Loves Me LE. Der ist schon prima. So. Die riecht nach Schnaps, ne? Also das muss man über diese Foundation einfach wissen. Die riecht einfach ein bisschen nach Schnaps. Aber das verfliegt relativ schnell und meine Haut ist davon auch nicht zu Tode irritiert. Also insofern ist das ganz okay. So, einmal auf den Pinsel drauf. Dahin, wo es rot ist. Profi-Tipp 100.
dahin, wo es rot ist. Die ist gelblich, was sehr cool ist. Und im Grunde genommen auch hell genug. Vielleicht eine Viertelnuance zu dunkel, aber also wirklich, da, ne, da gehe ich hier ans Erbsenzählen sozusagen. Heute will sie nicht ganz so, aber es geht. So, und man muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt praktisch auf der Stirn, habe ich jetzt fast praktisch gar keine Foundation. Dafür hier schon ein bisschen mehr. Und ich finde nicht, dass man das großartig sieht. Also, das ist ja, finde ich ja gut, ne, wenn da wenig Textur entsteht. So. Nimm's nochmal einmal in den Spatel hier rein und. Nein, nicht auf den Ohrring. Frau Unfug. Ih. Mann. Ja, unmöglich hier. So, mal beiseite gestellt. Also ich finde nicht, dass das eine Foundation ist, wo man das Produkt großartig sieht. Also sieht man ungeschminkt aus? Weiß ich nicht. Da bin ich ja mega kritisch. Aber du hast kein Foundation-Gesicht. Mhm. Kein klassisches. Und irgendwann riecht sie auch besser. Es dauert einen kleinen Moment. Und eigentlich müsste ich die, glaube ich, auch nicht wirklich abpudern. Ich sette die jetzt trotzdem ein ganz bisschen mit dem Matte Maker von Maybelline, weil ich den hier auch gerade stehen habe. Aber wirklich nur so ein. Nur so. Da, also wirklich nur so ein bisschen pro forma. Damit man eine Runde Setting-Puder sozusagen drauf hat. Vielleicht auch eher fürs Gefühl. Und dann gehe ich mit dem BU Highlighter drüber, der für mich eher so ein Finishing Powder ist. Ganzen Haar. Ne? Sieht man. So ein bisschen wirklich sehr natürlicher Hautglanz kommt dann zurück. So. Und jetzt Bronzer. Ich habe mir den Judith hier nochmal rausgelegt, weil ich... Oh, den muss ich bald kleben. Armer kleiner Kerl. Weil ich den nochmal ausprobieren will, weil der so dunkel ist. Ich meine... Aber der hat sich gut verarbeiten lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Und man nicht zu viel nimmt und den richtigen Pinsel. Und er ist nicht totmatt, also ich finde, dann lässt er sich auch immer ein bisschen feiner einarbeiten, wenn Sachen nicht so ganz totmatt sind. Und er ist halt rot, ne? Also ich finde den ziemlich braun-rot, so. Mit ein bisschen Gold. Eigentlich nicht das Verkehrteste. Also ich glaube, weswegen ich den mag, ist, dass ich den so zart aufgetragen und gut verblendet kriege. Das ist mit dunkleren Bronzern ja gerne mal ein Problem. Oder wenn die so deckend sind. Und ich mag einfach so deckende Puderprodukte einfach. Also, wir reden jetzt nicht hier von Lidschatten. Mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber das hier, das funktioniert.
Ich glaube, das ist auch das einzige Produkt von Judith Williams für die Haut, was bei mir mal einfach so funktioniert, mehr oder weniger. Denn alles, was Concealer, Foundation und so weiter, ist viel zu dunkel. Also, da hat sie vielleicht den deutschen Durchschnitt ganz gut getroffen, aber da habe ich ja von der Hautfarbe her nicht viel mit zu tun. Ne? Also insofern. So, jetzt kommt ihmchen hier. Das ist Soft Rose. Das ist einer der hellsten Rougetöne, die ich habe. Und ich habe gedacht, wenn ich die Dior nehme, dann funktioniert das. Warum auch immer ich ausgerechnet das gedacht habe. Aber ich nehme jetzt den aus der Brush Hour. Das ist wirklich, mir den LE-Namen zu merken, obwohl er nicht auf dem Produkt steht. Ich finde, das ist Höchstleistung. Da brauchen wir jetzt den zweiten eingespielten Applaus. Und ich habe das Gefühl, dieses Rouge macht meine Haut einfach nur ein ganz bisschen dunkler und minimal rosiger. Und deswegen klappen wir so gut. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klapp, klapp. Rouge, Rouge. Ja, das ist so ein Ton. Auch grobmotorischer aufgetragen dürfte das nicht das Problem mit dem werden. Schön, schön. Und jetzt als Wangenüberzug, als Überwurf, als Drüberchen, habe ich mir den Soft & Gentle rausgeholt. Das ist ja ein absoluter Klassiker. Ich freue mich auch, dass ich den habe. Der ist mir als Highlighter zu dunkel. Der nächst hellere. Wie heißt der denn? Auch so ein Klassiker. Der funktioniert bei mir besser, aber das hier. So, damit glasiere ich mir einfach die Wange so ein bisschen. Und gut ist. Und das funktioniert gut. Also. Denn der Glanz, den der macht, der ist nicht nur warm. Und er ist schön, schön transparent. Ne? Aber trotzdem ganz bisschen dunkel. Aber wie gesagt, so als Glasur super. Super, super. Jedes Mal, wenn ich den benutze, weiß ich, warum ich den. Lightscapade ist der nächst hellere. Warum? Jetzt schreit sie uns an. Lightscapade ist der nächst hellere. Den kann ich wirklich als richtigen Highlighter benutzen. Das hier ist jetzt wirklich so ein. Ne? So eine leichte Glasur irgendwie. So ein bisschen auf die Nase, natürlich. Nicht zu viel rumspielen. Wir sind schon so gut wie fertig. Ich nehme jetzt ein bisschen Fixing Spray. Dann nehme ich das gut von Essence. Ne? Was ein Pulli mit da eingesprüht. Die ist kaputt und los nicht mehr. So. Karte von Franka. Danke. Ich bin das Fangirl, nicht umgekehrt. Um Gottes Willen. Nicht, dass das hier einer falsch versteht. Love hat letztens eine Umfrage gemacht bei Instagram. Mit wem sie denn mal kooperieren sollen, also, ne, was wir dann denken, wer zu ihren passen würde. Und da habe ich Franka geschrieben, weil ich einfach finde, die wäre perfekt dafür. Die ist klassisch schön mit ein bisschen niedlich, ne, durch die, weiß nicht, sie hat diese Madonna-Zahnlücke und so, dann diese tollen langen blonden Haare, und also sie hat diese blonden Olaplex-Haare. Sie benutzt auch Olaplex, aber, ne, so. Und tolle Klamotten, schick erwachsen, nicht langweilig und also das finde ich, ne, gestandene Frau, also das fand ich, passte einfach super. Aber auf mich hört ja immer keiner. Ich habe auch Lethal
Cosmetics angeschrieben und ihnen gesagt, dass sie Pondberry, also Fernanda, wenn sie denn wollen, wenn, ne, dass sie der mal PR schicken sollen, weil ich die Lethal-Sachen gerne an Fernanda sehen würde, also an Pondberry. Mal gucken, ob einer auf mich hört. So. Das war's im Großen und Ganzen schon. Ich bin mit dieser Wange gerade sehr zufrieden. Ist nicht zu doll, ist nicht zu langweilig. So ein bisschen köstlich. Finde ich schon gut, ne? Ich würde ja so gerne den Lethal Liner, wisst ihr was, das machen wir jetzt noch. Den mache ich mir jetzt noch auf die Wasserlinie. Einfach. Ist das klug? Ich weiß es nicht. Wo habe ich meine... Da. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Dann habe ich ihn unten und oben. Aber... Was soll's. So, wie mache ich den am besten drauf? Ich kann eigentlich das Wattestäbchen nehmen. Komm mal her, du. Oh, der leuchtet schön auf der Wasserlinie. Das sieht ja niedlich aus. Ach Gott. So, jetzt ist es Fee im Bergwerk oder wie nennen wir? Wie nennen wir das Ganze? Ja. So, Lippenstift fällt weg, weil ganzen Tag Maske wahrscheinlich oder viel Maske. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.